willkommen zur 99 Damage Übertragung der Starladder. Mein Name ist Tabu und an meiner Seite ist der Sorka. Hi, wie geht's dir? Immer noch da, immer noch sehr gut. Sehr schön zu hören. Ich hoffe, euch da draußen geht's auch gut. Wir sind natürlich gespannt auf die zweite Map zwischen Navi und Face. Es ist ein Fan. Auf der ersten Map konnte mich Navi nicht richtig überzeugen. Nicht wirklich, aber man muss auch sagen, dass Face einfach mit individueller Klasse da sehr viel gut gemacht hat. Ich weiß nicht, ob die Frage gestellt hat, ob die dahinter war. So, und deswegen kann ich mir sein, dass Navi da noch ein bisschen zurückkommt. So. Ja. Ich habe natürlich die Musik angelassen, um euch zu testen, ob ihr noch wach seid. Sehr gut. Haben Sie aufgepasst. Eben hat auch schon ein Korrespondent in Chat geschrieben, dass Nico bis 19:30 fertig sein muss. Mal gucken, ob die das schaffen. Inferno könnte vielleicht auch sogar eine einseitige Angelegenheit werden für Face. Ja. Also, ich denke, dass, also ein Faktor, der für Navi sprechen würde, wäre Sus, dass er gut war, aber eigentlich ist das immer das letzte Teil. Wenn du erwähnst, dass Sus gut war, dann heißt das schon mal fast alles über Navi. Also da fehlen mir noch mehr Electronic vor allem. Das stimmt. Flame und Simple waren ja gut unterwegs. Und da ist auch Simple schon im Fokus. Geht aber gegen Rain Down und das 4 gegen 4. Eigentlich eine bessere Ausgangssituation für Navi. Und ich weiß nicht, wo bei euch Map 2 schon angefangen hat, aber bei uns ist das die erste Runde der zweiten Map. Also irgendjemand ist da wohl aus der Zukunft zurückgereist. Ich hoffe, dir geht's gut. Jetzt auch zwei USPs schon für Navi. Vor allem Edward, der alte Pistol-Gott. Mal gucken, ob er damit einen Frag finden kann auf dem Spot. Kerrigan! Was ist da los? Da geht der Ingame-Leader wieder steil. 2 gegen 2. Jetzt dank Electronics Refrag. Der muss noch legen. Und Face rotiert von B über lang jetzt zum A-Spot. Olof und Nico zusammen. Das sind Gegner, die Susan offensichtlich nicht handeln kann. Electronic auch nicht, denn einer wird von Olof, der andere von Nico gekillt. Und Face gewinnt die Pistol Round. Diesmal kein Ace von Nico, aber trotzdem schöne Shots und das vor allem von Kerrigan. Ja, das war wirklich wieder pures Aiming da mit den USPs. Hat Kerrigan perfekt gemacht da über die Box, da sogar noch die beiden Fracks gefunden. Immer so ein bisschen ärgerlicher Angle, den man da halten muss. Und daneben beim Retake einfach sitzen die Shots direkt. Ja, krass. Also Kerrigan auch auf Overpass schon gut gewesen. Das ist auch selten, dass man den erwähnt als Top-Fragger bei FaZe. Also bei beiden Teams funktionieren die Ingame-Leader eigentlich gerade ganz gut. Das finde ich sehr gut, dass sie das Simple eine AK gedroppt haben. Bisschen komisch, dass Electronic das war und nicht jemand wie Zeus oder Edward. Ja. Aber generell der Gedanke immer ganz gut. Mal gucken, jetzt müssen sie eigentlich auch zusehen, dass sie ein bisschen mit der AK überraschen und nicht einfach sofort sie zeigen. Spammen oder ja. So, genau. Und sie gehen die Banane hoch. Das ist eine gute Möglichkeit, um auch die CTs ein bisschen wegzubaiten. Sie haben immerhin ja auch noch eine UMP in den Apartments. Und die können sie auch gezielt in Action bringen. Ja, drei CZs sonst noch. Ein bisschen Utility. Damit kann man auf jeden Fall die Mitte einnehmen. Und so sieht das wohl auch gerade aus. Orientieren sich gerade mit der Bombe auch wieder Richtung A. Gar nicht einen sehen müssen. Ja, Rain mit 3 HP überlebt. Kann von Glück reden, dass er da rauskommt. Und jetzt Guardian. Das Schild, das den A-Spot davon abhält, von Navi getaked zu werden. Als Simple mit der AK in der besseren Position und hat einfach nur gewartet, dass Guardian nochmal peakt. Jetzt ist auf jeden Fall auch bekannt, dass die AK da über kurz kommt. Rain und Kerrigan widmen sich dem schon und durch den Balkon kommen sie da auf den Spot und genau Simple kriegt den Headshot. Sus aber gegen Rain und dann Electronic ohne Armor, trotzdem erfolgreich gegen Kerrigan. 3 gegen 2. Nico und Olof Meister versuchen es zu retaken, wieder die beiden. Aber mein Olof und Nico in einem Retake gegen 3. Ich glaube, es gibt schlechtere Duos in dieser Situation. Die Smoke fadet auch langsam. Jetzt kommt der Molotov hinterher.
genau zum richtigen Zeitpunkt. Da ist nicht mehr genug Zeit. Da perfekt runtergespielt von Navi. Also der Molotow war halt richtig klatsch. Wenn er eine Millisekunde früher gewesen wäre, wäre der rausgegangen. Dann wäre das nochmal offener gewesen. Aber so holt Navi die zweite Runde. Und hat auch gesehen mit der AK. Guardian hat er nicht respektiert, dass sie vielleicht noch eine bessere Waffe haben können. Simple findet den Frag. Dann, wie du gesagt hast, ärgerlich, dass Simple rausgenommen wird. Der einfach nur abgeaimt hat. Und mit der AK dann in den Palace stirbt. Ja. Aber mit den Pistols hat es auf dem Spot auch geklappt. Ja, das war dann eben auch Sus und Electronic zu schulden. Dass sie da mit den Zitzats nochmal zugelangt haben. Ja. Also 1-1. Überraschung von Navi. FaZe nimmt aber sehr viel Geld in die Hand. Farmers, M4, UMP. Logischerweise nach der ersten Runde, die du verlierst, kaufst du eigentlich mit allem Geld, das du hast, durch. Es gibt ein paar Sonderfälle, in denen du das nicht tust. Aber hier ist es auf jeden Fall gerechtfertigt. Dummerweise geht eben Nico schon down. Ja, vor allem kriegt er die Waffe nicht. Rudolfmeister da immer noch auf der Farmers und Kerrigan auf der CZ. Spielt er jetzt auch alleine? Ach nee, Guardian war das. Ja. Musste da aufpassen, aber ist nochmal Spot gekommen. Nochmal glimpflich abgelaufen. Und das war erstmal die Banane-Kontrolle für Navi. Ja, wenn du jetzt auch alleine so einen Spot hältst mit der UMP, dann musst du schon ziemlich positiv denken, um daran zu glauben, dass du einen 5-Mann-Push aufhalten kannst mit einer Flash und ohne Support. Also, da kann Guardian froh sein, dass Navi sich gerade um den anderen Spot kümmert. Bei 45 Sekunden heißt das für Navi aber noch nicht ganz so viel. Die können da auch bei 10 Sekunden sich nochmal umentscheiden. So kommt es einem zumindest immer wieder vor. Ja. Jetzt wollten sie eigentlich durch den Teppich, dann doch nicht. Sie einigen sich langsam aber sicher darauf, dass Flammy am Teppich bleibt und der Rest pusht über kurz und lang. Da trennen sie sich nochmal. Und Olaf hat Sus gesehen. Die ziehen das Tempo an. Olaf steht noch an der Ecke, wartet auf die Flash. Die kommt im genau richtigen Moment. Er fragt zwei Leute. Aber hinter ihm geht jeder auf dem Spot down. Und Guardian ist alleine gegen drei seiner Ex-Teammates. Flamey, Edward und Simple. Jetzt könnte er es ihnen nochmal zeigen, aber mit der UMP sind die Chancen schlecht. Er wird höchstwahrscheinlich die AK gleich nehmen und sich verziehen. Er gambelt dann noch ein bisschen auf den Frag. Aber Navi sucht nicht wirklich das Duell bis jetzt. Ja, Navis Geld ist ja auch noch nicht so super stark. Also müssen sie schon sehr achtsam vorgehen. Und da lenkt Edward ab, dass Simple den Kill kriegt. Sehr gut gemacht. Ein bisschen sehr optimistisch von Guardian, dass er da noch so viel Frags suchen will. Oder überhaupt einen Frag suchen will. Ja. Hätte man vielleicht auch nochmal eine AK durchbringen können. Man sieht ja, was das manchmal einfach ausmachen kann. So eine Rifle dann noch. Aber war da lieber dran interessiert, dann noch ein bisschen Schaden zu machen. Aber ohne Erfolg. Ja, wenn er dann mit der AK wegrennt, können sie jetzt den Stack auf einem Spot spielen, die AK mit reinmixen oder die AK auch mal aggressiv einsetzen. Keine Ahnung, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Schade, dass es nicht dazu gekommen ist. Ich hätte es gerne gesehen, wie FaZe die AK einsetzt. Ja, vor allem, weil sie auch einfach so individuelle Spieler haben, die die einsetzen können. Ja. Auch Guardian dann zur Not mal, wenn er die behält mit Kevlar. Der war richtig insane an den Rifles in letzter Zeit. Das war echt krass, was er da gezeigt hat. Auch ja lange Zeit eigentlich eher reiner AWPler gewesen und weniger so jemand, der flexibel aufgestellt werden kann. Edward mit dem schönen Spray-Transfer. Doppel-Headshot gegen Kerrigan und Guardian. 5 gegen 2, Nico und Olaf. Diesmal getrennt voneinander. Für Navi sollte jetzt aber auch klar sein, dass sie wahrscheinlich gegen die B-Spieler antreten. Electronic ist gerade, ohne es zu wissen, an Nico vorbeigelaufen. Jetzt kriegt er von Nico angeklopft. Schade. Wechselt aber die Waffe mit Edward, sodass Edward eben jetzt mit der MAC-10 vorgehen kann. Wird auch gleich gemacht, während geplantet wird. Und dass kein Ninja-Defuse entsteht, fängt Navi auch unten die Banane ab. Richtig. Boah. Da fast reingelaufen. Den Frag sollte man auf jeden Fall machen. Ja, die Flash ist schon. Sie wissen ziemlich genau, wo er ist. Ah, da ist dann auch der Wallbang von Electronic.
Er rächt sich für den Headshot, den Simple ihm gegeben hat, den Nico ihm gegeben hat. Also 3-1 für Navi. Sie gewinnen die Piste, verlieren die Folgerunde, gewinnen dann die Folgerunde danach und setzen eine zweite hinterher. Also Waffenrunde für FaZe. Die haben aber nur sehr begrenztes Equipment. Ja, ziemlich greedy auch von Electronic, da die MAC-10 wieder weiterzuspielen. Das scheint so ein bisschen der Trend zu sein, auch wirklich die schlechten oder schlechteren SMGs durchzuspielen. Nicht jetzt nur so MP7, sondern eben auch sowas. Ja. Mal gucken, wie sie einsetzen, ob sie einfach nur vorschicken und dann versuchen, den Trade zu holen. Was gut ist, in der zweiten Runde haben eben viele, in der ersten Waffenrunde haben viele Teams noch kein Helm. Das trifft jetzt bei FaZe auch wieder zu. Die gehen dann natürlich lieber auf ein bisschen mehr Equipment und sie denken sich, ja, wir spielen eh nur gegen AKs, also bringt's der Helm eh nicht. Und dann kommt eine MAC-10 vorbei, fährt einmal kurz drüber und du kriegst richtig dick in den Kopf. Ja. Simple kriegt da sogar den Entry-Frag. Aber dafür Low HP. Jetzt kriegt er die MAC-10. Hat noch ein paar Nades. Die werden auch schnell in den Spot geworfen. Olaf muss weg. Guardian killt Flamey. Sehr wichtig, dass da der erste Spieler rausgenommen wird. Das verlangsamt natürlich den gesamten Go. Jetzt kommt Zeus mit gutem Timing aus Lang. Er weiß selber nicht genau, was er jetzt machen soll. Er wartet auf Guardian. Killt den auch gleich. Bibliothek lebt noch, das ist Olof. Zeus dominiert auch den. 4-1. Nico kann saven. Und Navi ist froh, dass sie die Runde unter Dach und Fach gebracht haben. Ja, ganz komische Runde. Sind da zu dritt noch sehr spät Apps gegangen. Und wussten dann nicht so richtig, wohin mit ihnen. Simple da ganz hinten gewesen. Eigentlich wäre er der Erste, der dann vielleicht rausspringt. Aber haben sich dann nochmal ganz umentschieden, dann nochmal über Short zu gehen. Und da haben sie auch direkt, ich glaube, Kerrigan gefunden als Frag. Ja. Dann natürlich sehr wichtig von Zeus, dass er da den Double Kill holt. Ja, Guardian und Kerrigan waren da so als kleines Duett am Spot. Also Kerrigan auf kurz, Guardian selbst am Spot, um sowohl lang als auch eben kurz supporten zu können. Und genau deswegen war Zeus so ein wichtiger Schlüssel. Ja, das sieht bis jetzt sehr vielversprechend aus für Navi. Sogar da mit der Greedy MAC-10 die Runde gewonnen. Geldtechnisch haben die da jetzt schon ein kleines Polster aufbauen können. Schau mal, was liegt denn da hinter Electronic? Sind das Baguettes oder was? Sind die von G2 oder so? Das ist schon sehr braun für eine Banane, muss ich sagen. Ja, weiß ich nicht, was mit der passiert ist. Backwaren für die Pausen. Vielleicht schon, ja. Ja. Man sieht das bei Dosia. Tatsächlich ist der immer mal ein Snack so. Ja. Letztens Snickers noch ganz schnell rausgefunden. Genau, richtig. Das ist aber auch wichtig, dass das Zuckerlevel halbwegs gleich bleibt und bei jemandem wie Doja wird das wahrscheinlich relativ schnell umgewälzt. Vor allem, also so wie er spielt, so energiereich und erotisch, da verbrennt man einfach mehr. Vor allem athletisch ist da so ein Adjektiv, was mir einfällt. Ja, also Doja ist auf jeden Fall in-game ein sehr schneller Fuchs. Definitiv, ja. Und ein sehr schlauer Fuchs natürlich auch. Mit seiner 200 IQ Nate. Wurde ja auch verewigt auf Inferno. Ja. Sieht man ja immer wieder, dass da Spieler Bock drauf haben. Ich glaube, Tarek auch. Nee, Tarek war es, glaube ich, mit dem Spot, dass er meinte, er will einfach irgendeinen Spot Tarek nennen, so, damit alle Profis das irgendwann machen. Da muss er noch ein paar Mal Team wechseln. Hoffen wir nicht, dass es dazu kommen wird. FaZe währenddessen auf den B-Spot rotiert, aber etwas zu spät. Navi hatte sich rangetastet und dann ganz schnell Guardian rausgenommen. Sie hatten auch nur, oder FaZe hatte anfangs auch nur einen Spieler im Spot. Mit dem 4-Mann-Stack am Anfang. Ging alles nicht so gut auf, wie sie sich das vorgestellt hätten. Waffe raus. FaZe dezimiert. Zeus und Edward zwar mit 4 und 12 HP ziemlich low, aber Flamey macht noch den Exit-Kill. Ich dachte eigentlich, dass er da stirbt. Ja, das hat wahrscheinlich der... Was, Rain? Kerrigan. Ja, Kerrigan hat sich das wahrscheinlich auch gedacht. Und da ist Olof halt schon sehr früh gefallen. Ja, krasser Shot da von Edward. Direkt ins Gesicht. Jetzt Doppel-AWP von FaZe. Direkt Nico und Guardian an die große Waffe gesetzt.
Navi mit 5er Ks. Sie wissen genau, wie wichtig diese Runde ist. Für Navi nicht ganz so wichtig, aber für FaZe ist sie extrem wichtig. Und deswegen auch aggressiver Start in die Runde. Electronic profitiert dann von der Smoke, die seine Teammates noch werfen, um ihm den längeren Peak zu ermöglichen. Löscht er den Molotow schon. Ist jetzt auch gewagt von Nico. Ja, so alleine an B. Er weigert sich halt auch klein beizugeben. Das ist die Confidence von Nico. Manchmal eher nachteilig, aber oft auch unerwartet. Ja, jetzt kommt die Nade und jetzt muss er weg und das ist zu spät. Zeus, wo ist er? Wo bleibt er? Er zieht sich wieder zurück. Ja, hätten sie da mal eine Mac-10 dabei gehabt, da wäre Zeus einfach weitergerannt. Mhm. So zieht er sich wieder zurück. Zwei Spieler auch noch in den Apartments. Ich glaube, Navi hat ein bisschen Angst, dass Nico baitet. Und dass da eigentlich noch einer Coffins oder CT-Spawn drin steht. Ja. Aber die haben hier einen richtigen Read anscheinend. Ja, also Navi hat jetzt auch 80% ihres Equipments auf A irgendwie abgeworfen. Und deswegen steht FaZe dazu viert an kurz. Zwei am Boost, einer mitten auf kurz, einer am Spot. Lang wäre komplett offen gewesen. Nico alleine an B. Der hat nichts gehört, nichts gesehen. Und jetzt kommt er mit dem Call, dass sie möglichst schnell supporten müssen. Nico holt sich zwei. Electronic ist der letzte. Edward tradet dann endlich. 4-3 jetzt für FaZe. Bombe noch nicht gelegt. Es besteht noch die Möglichkeit, den Plant rauszunehmen. Ah, das hätte Guardian gerne versucht, aber Flamey hat ihn da geflankt. Ganz dreist aus der Construction rausgekommen. Mit der CT-Smoke kann Flamey auch nochmal die Position wechseln. Er schleicht jetzt in den Pool. An Banane steht Edward und Simple ist im Quad, zieht die ganze Aufmerksamkeit auf sich. Kerrigan kriegt aber Flamey, der unvorsichtigerweise in den CT-Spawn gepusht ist. Und jetzt hat Simple auch ein Problem. Ah, das wird nochmal richtig knapp. Edward mit dem ersten Schuss gegen Olof erschossen und Olof verschießt selbst nicht. Ich muss sagen, die Runde geht fast auf Flameys Kappe. Ja, aber eigentlich auch fast schon auf Nico und Guardian. Also Nico im positiven Sinne, Guardian im schlechten Sinne, dass er da direkt ein bisschen überambitioniert Richtung Ruins läuft und dann direkt gefragt wird von Flamey. Das war eigentlich gutes Timing von ihm. Und vorher natürlich Nico, dass er da einfach zwei Frags holt, ist unglaublich wichtig. Eigentlich mehr, als er hätte bekommen sollen. Ja. Aber stimmt, Flamey da am Ende, das war ein bisschen nicht so geplant wahrscheinlich. Ja, und durch Flameys Tod war Simple dann auch offen. Und dann Edward halt auch nicht mal die Bombe für Edward gelegt. Also wenn du sagst, die Bombe ist für Banane gelegt und du spielst es dann eben so, dass die CTs auf den Spot gehen und Edward dann in der Banane ein freies Sichtfeld hat oder so, ja, da macht das ja alles Sinn. Aber da hat echt eins nicht zum anderen gepasst. Boah. Und Nico halt mit einem super schönen kleinen Boost. Direkt drauf da. Auch kein Standard-Boost, sondern ein bisschen weiter hinten an der Ecke. Mhm. Ja, wäre so diese Nuancen, die dann so bei den Top-Teams einfach ins Spiel kommen. Ja. Wo sie sich eigentlich schon kennen, okay, die boosten so und so vielleicht mal. Ja. Aber dann eben nicht so, wie sie es jetzt gerade gemacht haben. Und das bringt dann immer so einen kleinen Vorteil noch, der dann den Frag kostet. Ja, und jetzt muss ich Simple eben beim nächsten Mal fragen, boosten sie wieder so, boosten sie anders, boosten sie überhaupt. Und das macht seinen Job natürlich schwerer. FaZe bleibt ihrem A-Setup prinzipiell treu. Sie haben jetzt zwar Guardian nicht im A-Spot stehen, sondern etwas näher an Kurz. Aber prinzipiell war das eben gleich und für den Kurzblock war das perfekt gewählt. Da kommt Navi kein Stück an den Spot ran. Das haben sie eben schon versucht, da ist Navi aber nach B gegangen und man sieht einfach jetzt, wie effektiv das Setup einfach ist. Vor allem mit dem Boost haben sie eben auch versucht und konnten es dann jetzt frecherweise nochmal spielen, einfach weil es nicht gespottet wurde von den Tees. Ja, ich meine, du hast drei Leute, die gleichzeitig auf dich schießen und die sind in verschiedenen Höhen, in verschiedenen Tiefen, in verschiedenen Positionen, also links-rechts verschoben auch noch. Und du hast einen, der eventuell dann eben von lang nochmal nachflashen kann oder sonst irgendwas macht. Also es ziemlich hardcore. Problem an diesem Setup ist natürlich, die Rotation zu B ist extrem lang und du hast wenig Langkontrolle. Also anfällig dann für einen A-Split.
den Navi da zum Glück nicht gespielt hat. Ja, jetzt natürlich immer ein bisschen schwierig als AWP-Spieler, wenn man da abgesmoked wird. Weil die Teaster auch gerne mal wieder durchpushen oder spät dann doch Richtung lang orientieren. Momentan sind sie sich noch ein bisschen unschlüssig. Ja. Könnten da aber vielleicht doch den A-Spot anspielen. Ja, Guardian hat sich jetzt auch nach diesem einen Schuss ziemlich weit nach hinten verzogen. Aber immer noch ein Auge auf lang. Uff, die Smoke. Boah, das ist halt natürlich auch doof, wenn du die Smoke selbst geworfen hast und dann siehst, ja, das ist eine riesen Gap, aber trotzdem gelingt es Sus irgendwie Guardian zu fraggen. An lang steht jetzt immer noch Olof. Sie konzentrieren sich da auch auf ihn. Währenddessen greifen sie jetzt auch A an. Rain in der Pit steht da super offen. Edward lässt sich keine Zeit. Kerrigan kommt vom Spot dazu, holt sich zwei Frags. Olof ist plötzlich durch die Smoke gepusht. Und das war's. Simple im 1 gegen 2. Der Rest von Navi aus der Runde. Simple aimt schon an kurz. Pre-aimt das sozusagen. Wo kommt Face jetzt her? Nico und Olof im Retake. Die nehmen auch die richtige Route für Simple. Jetzt schauen sie beide gleichzeitig an. Er schießt einen an, killt den anderen und dann im Nachgang holt er sich den anderen auch noch. Simple mit einem eiskalten Klatsch und Edward freut sich ja mehr als der liebe Alexander. Genau das, für solche Momente lebt Simple einfach immer wieder, dass er solche Runden bringen kann. Und schau, wie instant Nico tiltet. Richtig. Ja, von seinem Gesicht kann man das immer ganz gut auslesen. Ja. Zumindest seine erste Impression sozusagen. Ja, der Gedanke war natürlich da. Ja. Aber sehr hektische Runde. Eigentlich sah die sehr gut von Navi aus, dann kriegt aber auf dem Spot Face eigentlich alle Frags. Ja, Kerrigan mit zwei und Olof super schnell rotiert. Vielleicht deswegen ja dann auch der Tilt, weil Nico jetzt mal eine Runde hatte, die seine Teammates gut vorbereitet haben und er ja. Jetzt eröffnet Flamey den A-Spot mit seinem Double am Balkon. Und das war es mehr oder weniger schon in dieser Runde. Olof wird abgefangen und Navi macht keine Spielgrenzen gegen die Eco von Face. Ja, 7 T-Runden mittlerweile schon. Das ist schon mal beachtliche Leistung, ja. Beachtliche. Vor allem gegen Face. Guardian kämpft immer noch um sein Leben. Wie lange der da geblieben ist, ehrlich gesagt. Mhm. Am Anfang der Runde überlebt er niemand so lang. Das liegt natürlich auch an den Nades, aber selbst wenn da keine Nades wären, wäre er sofort zusammengeschossen worden. Und dann am Ende mühen sie sich da noch richtig ab gegen die Diegel. Na, Kerrigan schon wieder Topfragger mittlerweile. Und jetzt würd ich auch so an den Punkt kommen, wo ich sage, das ist doch kein gutes Zeichen für Face. Wenn die anderen Spieler nicht ihre Shots landen und einfach das Zusammenspiel momentan nicht wirklich läuft, ja, könnte das vielleicht noch mehr in Navis Karten spielen als ohnehin schon. Weil das Geld sieht ein bisschen schwierig aus momentan noch. Und da macht sogar Navi die Pause. Ja, nur auf. Also, wie du ja gesagt hast, die Runde davor sah prinzipiell sehr koordiniert aus. Die hatten sie im Sack von den Positionen her. Das Lang und der Kontra hast den Kill schon gemacht. Du kommst über kurz gleichzeitig noch nach. Und Face konnte trotzdem die Runde ins 2-on-1 bringen. Und da sagt wahrscheinlich Sus auch: Leute, das ist mir zu knapp gegen Face. Wir verlieren dann womöglich eine Runde, sind reset und Face springt uns ins Knack und es steht 8-7 oder so. Ja. Und das zu verhindern. Was bei der Runde eben auch ein bisschen komisch war, wie lang wirklich Nico noch auf dem B-Spot geblieben ist. Also da war wirklich jeder Frag gefallen und Nico war ja erst CT. Ja. Also da hätte er vielleicht auch ein bisschen flinker sein können. Ja, war ja zum Glück jetzt nicht ganz so schlimm für Face. Die saven wir jetzt eh nochmal. Gucken, ob sie da noch ein bisschen was setzen können jetzt. Smoken nochmal Mitte ab. Vielleicht auch ein bisschen vorzugaukeln, dass es dabei ist.
schau mal, wie close range die ist. Die könnten ihm da richtig schön reinlaufen. Und dann sind sie mit Rain beschäftigt. Und ich sehe schon dann, wie Guardian plötzlich mit der CZ rumzieht. Bin gespannt, ob das aufgeht für FaZe. Die Idee ist auf jeden Fall richtig. Bin großer Fan von Spezial-Setups. Mhm. Also in der Eco Default zu spielen ist halt schon mal angebracht manchmal, aber selten effektiv. Da kommt eben genau dieser Trade, den ich gesagt habe. Leider zwar nicht von Guardian, sondern von Kerrigan, aber prinzipiell ist der Plan von FaZe schon aufgegangen. Jetzt stehen sie zu zweit im Spot, pushen nochmal raus. Ui. Jetzt kann Guardian auch traden. Und wenn der das noch einmal schafft, dann ist es ein 3 gegen 2. Gelingt ihm aber nicht. Also Nico und Olof im 2 und 3 Retake. Und in der Mitte steht Electronic. Der schaut wieder weg. Jetzt sieht er sie. Gerade so rechtzeitig. Wow. Ein knappes Ding. Ja, das war ein bisschen holpriger Spray, sag ich mal, von Electronic da. Mittlerweile Edward und Simple oben auf Finavi. Simple natürlich mit dem Clutch eben. Das letzte Mal haben sie in der Pro League Online 16-6 gespielt, die beiden. Und auf dem E-League Major, das war zwar, also das war vor, naja, einem Monat schätzungsweise, also ungefähr 16-9 für FaZe. Also es besteht auf jeden Fall, Boden gut zu machen. Das gelingt ihnen auch. Olof, Nico, Olof zum dritten Mal. Wir bleiben auf Nico Nummer sicher. Vielleicht trifft er nochmal einen Wallbang. Der Observer ist natürlich da echt mit Pech geschlagen worden. Da stehen halt zwei der besten Spieler der Welt und der eine macht den Triple, er bleibt auf dem, der leider nur einen kriegt. Simple ist jetzt da auch hoffnungslos allein. Sieht nur noch das Blut rausspritzen. FaZe also auf einen Schlag wieder flawless. Wie ja, geht das? Das ist halt die Frage, aber das war jetzt auch ein bisschen überambitioniert von Navi, dass sie da einfach durch die Smoke pushen. So ein Field Day lässt sich halt Olof einfach nicht entgehen, da mit der M4 und holt dann einfach die Frags. Nico auch noch mit einem guten Frag in der Mitte. Der ganzen Charade da. Ja, und dann war es eigentlich ein leichtes. War das so der Plan von Navi? Wir sensibilisieren FaZe darauf, dass sie Banane ja nicht außer Acht lassen, indem wir da jetzt mal reinspringen? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, weil bis jetzt haben sie immer noch so ein. Boah. Wow. Flamey gewinnt gegen Guardian ein AWP-AK-Duell. Den Pick hat er wohl öfter schon gemacht. Nicht übel, mein lieber Herr. Und jetzt zieht Navi das Tempo wieder an. Im Boiler Room werden sie aber aufgehalten von Kerrigan. Rain killt Electronic, der sehr schnell aus den Apartments raus ist. Und Flamey zieht sich lieber wieder zurück. Hat keinen Fokus auf Pit gehabt. Trotzdem kriegt er irgendwie den Frag gegen Rain. Kerrigan und Olof geht's hin und her an lang. Und Olof eröffnet den Retake, bevor die Bombe gelegt wurde. 5 HP für Simple, 20 für Olof. Also da pfeifen einige Spieler aus dem letzten Loch. Navi igelt sich auf dem Spot ein und lässt Flamey ganz weit hinten, also um die Ecke in den Apartments, praktisch die defensivste Position, die sie gerade einnehmen können. Ja, Sus hat auch schon den Contact. Nico versucht sein Aim nochmal glänzen zu lassen, aber es funktioniert auf Anhieb nicht und deswegen zieht sich FaZe zurück und konzentriert sich auf die vorletzte Runde der Halbzeit. Nur nochmal ein Statement mitgegeben, ja, dass sie jetzt die vorletzten oder die letzten beiden Runden nicht ohne Kampf aufgeben werden als CT. Tut dem Geld auch gut, dass sie da noch zwei Waffen saven konnten, vor allem die AWP. Ja, und wahrscheinlich wird der Exit nicht mehr peaken jetzt Guardian nach dem Shot eben von Flamey. Ja, das überlegt er sich nochmal. Vor allem auch, weil Guardian unaimt und Flamey trotzdem den Kill zieht. Das ist ätzend. Und das war auch der ausschlaggebende Faktor in dieser Runde. Ja, ob FaZe jetzt nochmal zurückkommen kann in der Runde. Boah, das ist gefährlich. Zu gefährlich, selbst für den Clean Feed. Richtig. Das ist fast so schnell abgekackt wie Olof Meister.
Und dadurch entsteht das 5 gegen 4. Navi mit 4 Mann in den Apartments. Sie haben nur Zeus, der unten die Banane hält. Jetzt bauen sie nochmal um auf die Smokes. Auf die Flashes. Und die Rotation der Bombe von der zweiten in die erste Mitte lässt wohl darauf schließen, dass es auch nochmal eine kurze Action an B geben könnte. Ja, vor allem weil Guardian sich jetzt da gezeigt hat. Aber er pickt simpel. Keine Smokes, keine Flashes. Weder von Guardian noch von den Ts. Und am Ende trennt er sich von ihnen zu spät. Electronic hat es irgendwie noch geschafft, da ein paar Schuss rauszuhauen und ihn damit so geslowt, dass er nicht mehr weg konnte. Ja, aber die CTs sind schon früh da. Mal gucken, ob sie jetzt schnell wenigstens ein Frag bekommen. Vielleicht boosten sie auch, aber da sollte eigentlich Navi die Awareness haben. Jetzt kann nur gerade niemand auf den Boost schauen. Dann bringt aber auch der Boost nichts, denn logischerweise siehst du vom Boost auch nichts. Navi spielt das sehr defensiv. Boah, die Zeus sind schon ganz weit unten in der Banane. Kerrigan versucht es einfach mal. Auf dumm doof. Vielleicht sind sie alle schon weg. Leider ist Electronic noch um die Ecke. Flamey hat ein bisschen den John Travolta gemacht. Bisschen rumgeirrt. Hat wahrscheinlich gedacht, dass er, wenn er direkt CT guckt nach dem Plant, dass er dann, ja quasi, dass keine Leute da sind. Deswegen haben die anderen wahrscheinlich auch schon gehuntet. Ja. Aber sie waren eben schon sehr schnell close und haben dann auch keine Steps mehr gemacht. Ja, aber hätte der eine Spieler direkt den ersten Frag bekommen und wären beide dann am Leben gewesen, dann wäre es nochmal eine andere Geschichte. Ja. Aber so. Aber guter Anfang von Olof. Ja, mit der einzigen richtigen Waffe für FaZe. Geht auch direkt jetzt wieder B. Sehr gut, um dort nochmal Stress zu machen. Dann weiß Navi kurzzeitig halt echt gar nicht mehr, wo ihn der Hut steht. Nico geht mit der Deagle dafür auf lang und Guardian schnappt sich Electronic. Der CZ-Frag an Banane. Oh, dafür wird er von Zeus bestraft. Ja, und er wartet mit der AWP. Er von allen Spielern. Edward kriegt dann von Olof und jetzt die Smoke. Wird schwer für Olof, das zu halten mit der AWP. Aber sie geben ihm den Free-Frag, Zeus. Ein bisschen ahnungslos rumgestiefelt. 1 gegen 4. Das ist ein super Abschluss für die Halbzeit von FaZe. Olof trifft zwar nicht auf Anhieb, aber Nico ist da und FaZe kriegt wenigstens 5 Runden auf der CT-Seite. Ja. Sterben zusammen und sie gewinnen auch zusammen. 5 Freunde sind sie. Ja, richtig. Die Schießers sind wieder da. Und jetzt hat der Mann in der Mitte, Kerrigan, eine große Aufgabe vor sich. Suffisantes Grinsen von Edward. Der atmet nochmal kurz zu. Und ja, die Aufgabe von Kerrigan wird echt nicht leicht. Ja, auf der T-Seite. Da hat man jetzt auch eben gesehen, wie viel das eben ausmacht, wenn man mehrere Spieler hat, die AWP spielen können, dass man dann eben anhand des Spawns einfach mal die AWP abgibt. Mhm. Olof damit einfach direkt First Frag gefunden. Perfekt rotiert. Dann sogar noch die Runde gewonnen für sein Team. Das ist schon wichtig, genauso wie die Pistole. Da kommt eine super schöne Flash in die Banane und Navi macht kurzen Prozess. Da ist der Missile Pastor Edward natürlich involviert und Flamey mit 2 Frags. Bombe liegt immer noch unten an der Banane. Rain langt nochmal zu gegen Zeus. Electronic und Flamey stehen im Tandem. Könnten selbstverständlich Flamey schnell traden. Vorausgesetzt, Rain lässt sich dazu verleiten, schneller oder länger zu fighten. Aber die Awareness von Rain, schaut euch das an. Einfach so einen Double Kill. Und das war ein Setup, das hat Navi schon fast geplant und erwartet, dass einer aus der zweiten Mitte pieken wird. Jetzt müssen sie sich erstmal erholen da von dem Schaden, den Rain gerade angerichtet hat. Jetzt hat Simple aber erstmal noch einen 1v1 anscheinend. Nee, Edward kommt aber auch wieder hoch. Das wird jetzt eine schwierige Angelegenheit für FaZe werden, da irgendwie an die Bombe zu kommen. Ja, wer outplayt jetzt wen? Und wer outplayt sich selbst? Simple gegen Rain. Edward geht down, aber Simple, ey. What? Mit 7 HP holt er da den letzten. Und er geht ihm entgegen. Das war echt krass. Kane kann es auch kaum fassen, kratzt sich erstmal im Kopf. Ja, der kann es wirklich nicht fassen. Sie sind nicht ganz sicher, was da gerade abgelaufen ist. Ja.
Also aim-technisch sehr schön eine Runde, sowohl von Rain als auch von Flamey und Simple. Problem daran für mich war das Mitte-Setup von Navi, als die Bombe unten in der Rampe gedroppt war. Und naja, dass sie im Endeffekt Glück hatten, dass der Clutch so ausging. Ja. Also eigentlich eine gute Idee, da ein bisschen direkt ins Gesicht von FaZe zu fahren. Vor allem einfach zu viert, beziehungsweise zu dritt mit einer Flash dann Banane runter zu pushen. Sonst ist es eher so, dass man mal Mitte pusht vielleicht. Ja. Und dann eben auch mit der Flash, das war eigentlich sehr gut gespielt und wurde auch direkt belohnt. Aber die Deagles sollte man definitiv nicht unterschätzen von FaZe. Ja, das ist auch jetzt immer noch nicht rum. Navi vor allem mit 4 MP9s. Eine davon bei Flamey, der struggelt kurz. Kriegt dann aber eine schöne Support-Flash. Electronic mit der Nade gegen Nico. Der einzige mit einem Kill bei FaZe ist Guardian. Und der hat nur noch 33 HP. Spielt zusammen mit Kerrigan jetzt gegen eine Wand von MP9s an. Und natürlich macht derjenige, der keine MP9 hat, noch einen Kill, nämlich Simple an der M4. Und da 2 Verluste ist okay, oder? Wenn du nur MP9s kaufst. Ja. Vor allem, wie gesagt, nur ein Rifle-Kill. Der Rest landete alles bei den MP9-Spielern und nur 2 MP9s verloren. Das können die so abhaken. Ja. Robben. Eine reine Ansammlung von Legenden bei FaZe. Ich finde es ganz cool. Ich weiß auch gar nicht, warum das früher als Superteam gehandelt wurde. Es ist eigentlich jetzt erst ein richtiges Superteam geworden. Ja, wahrscheinlich einfach nur wegen den internationalen Aspekten. Ja. Also jetzt mit Guardian und Olaf ist es halt wirklich das Superteam so. Vorher hat man das bei Frankreich und so, da mit den French Shuffles und so gesagt. Aber das ist halt wirklich ein Superteam so. Man könnte auch echt, also man könnte schon ein paar Spieler austauschen miteinander, aber ich glaube, man würde kaum besser werden. Also wenn wir jetzt mal sagen, Guardian und Simple oder so, oder Simple mit egal wem austauschen, machst du aber auch nicht immer so die krassen Steps nach vorne. Ja. Oder wenn jetzt Kenny statt Guardian, da würdest du auch, das wäre auch auf einem ähnlichen Niveau, es ist echt gerade der Sweet Spot. Ja, auf jeden Fall. Und FaZe kann ja auch von Glück reden, dass Olof und Guardian nach ihren Verletzungen und dem darauffolgenden Formtief und dann dem Wechsel zu FaZe wieder zurückgekommen sind zu alter Stärke. Das ist halt echt krass, das stimmt schon. Also zwischenzeitlich war es ja auch nicht so gut um die beiden, wo sie wirklich ein bisschen dahingerafft wurden quasi von diesen Verletzungen, aber die haben sich wirklich zurückgekämpft. Hätte man wahrscheinlich auch nicht erwartet, aber jetzt sind sie einfach auf dem Top-Level wieder angekommen. Ja, und das erwarten wir jetzt. Das müssen sie abrufen. Top-Level ist nicht 13-5 gegen Navi, die selbst mit ihren eigenen Problemchen zu kämpfen haben. Kommunikationsprobleme immer wieder, emotionale Calls, sei es von Zeus oder jemand anderem. Das sind die Probleme, die sie haben. Und die versuchen jetzt Probleme in der Banane zu verursachen, indem sie viel Information und viel Kontrolle anspielen. Interessant auch, Simple geht als M4-Spieler vor, erobert den Raum und als er ihn sicher hat, geht Edward vor und Simple geht wieder hinter, damit die Ranges also auch passen. Flamey jetzt an lang, sehr übermütig gegen Kerrigan rein. Er wusste natürlich, er muss durch die Smoke, sonst ist der A-Spot im Endeffekt schon verloren. In der Pit steht aber noch Electronic mit einer M4 und die funktioniert prächtig. 4 gegen 3. Edward ist mit der MP9 aus der Banane sogar rausgepusht, hat auf dem Weg einen Kill gemacht und könnte jetzt backstabben oder einfach nur abhängen. FaZe Clan muss so oder so mit ihm rechnen. Und derjenige, der die Initiative ergreifen soll bei FaZe, ist Rain, der einzige T, der sich gerade bewegt. Denn das Problem für FaZe ist gerade die Pit und sie kommen aus Lang nicht raus, wenn die Pit-Spieler da noch stehen. Also muss Rain jetzt entweder ablenken oder killen. Und Zeus ist derjenige, der wohl den Kontakt mit Rain haben wird. Ah, das Timing. Das wird jetzt zum Schlüssel. Da ist Nico gegen Electronic. Zeus, ja, jetzt darf er eigentlich nicht mehr peeken. Jetzt sollte er sich bedeckt halten, so gut es geht, damit er ein bisschen mehr Zeit für seine rotierten Spieler da ist. Und du sagst es, boah, genau in diesem Moment fällt die Bombe in der Mitte. Edward und Simple aimen sie ab.
Da ist der Kill von Simple und der zweite folgt auf Schritt und Tritt. 14 zu 5 für Navi. Es war auf Missers Schneide gestanden, lange Zeit. Ja, war auf jeden Fall schlampig am Ende gespielt. Schade für FaZe, hätte sie wahrscheinlich noch ein bisschen weiter zurückbringen können ins Spiel, wenn sie diese Runde holen. Vor allem, weil Navi einfach nur 3 MP9s in die Runde gegangen ist. Aber am Ende, ja, trotz der Entries von Nico, kam es dann einfach dazu, dass Kerrigan, glaube ich zumindest, mit der Bombe da Mitte stirbt. Ja, und dann gegen die Low-Life-Spieler ist es dann natürlich einfach für Simple, da die Frags zu holen. Ja. Also die Bombe da zu spät nachgezogen, um FaZe ein bisschen zu verteidigen. Natürlich dann auch nicht ganz leicht, die Bombe schon auf dem Spot zu tragen, bevor du weißt, ob er safe ist oder nicht. Aber sie hatten auch nicht mehr so viel Zeit, also es war so oder so All-In. Ja. Und dann brauchst du auch nicht mehr bis zur 20. Sekunde warten, um nochmal eine Re-Rotation anzufangen oder so. Das wird meistens eh nichts mehr. Jetzt gibt's einen Mix-Buy für FaZe, CZ und Deagle für Guardian und Kerrigan, die haben dafür keinen Arm. Zwei AKs, davon ist eine schon tot. Simple macht gleich weiter. Da steht nur noch in der Ecke. Das ist easy für Simple. Ah, wenn jemand so in die Banane runterpushen würde, das wäre der reinste Spaß. Und Simple macht das gegen die weltbesten Spieler. Die Banane gehört auf jeden Fall Navi voll und ganz momentan. Eigentlich noch keine Runde wirklich da was zugelassen so. Und Rain, mal gucken, ob er einen Frack hat. Er kommt nicht mehr weg. Das ist schon die 15. Runde jetzt für das CIS-Team. 10 Map-Points für Navi. Danach würden wir in eine dritte Map gehen. Die ist... Mirage. Da würde ich mich schon drauf freuen. Also... Andererseits würde ich auch gerne noch ein bisschen mehr Inferno sehen. Vor allem FaZe nur so kurz auf der T-Seite zu haben, ist einfach Verschwendung von AK-Firepower. Ja. Ein paar One-Shots. Ei. Da ist er. Da ist er. Da kommt da gleich der One-Shot. Von Nico. Bleibende Disziplin. Flamey sehr aggressiv dagegen gegangen. Kerrigan und Guardian mit den Kills. Kerrigan überraschenderweise irgendwann so bei 1,35 aus dem Balkon rausgesprungen. Und da war nichts gesmoked, da war offensichtlich nichts gelegen. Also, kleiner Fehler von Navi und große Auswirkungen. Die werden jetzt alles versuchen, noch so viele Rifles wie möglich von FaZe abzuknöpfen. Also spielt alles für Navi gerade, die können versuchen, was sie wollen eigentlich. Und sie müssen jetzt so sehen, dass sie genau erste Rifle schon rausnehmen. Olaf Meister kriegt zum Glück den Frag auf Electronic. Aber Guardian ist ja noch ein bisschen das Problemkind jetzt. Der könnte noch gut rausgenommen werden. Ja, der wird... Also er schleicht auch an den Türrahmen. Ja, Edward mit der Reaktion. 15 zu 6. Die Runde geht zwar in FaZe, aber nochmal ein paar schöne Exit-Frags von den Teams zu sehen. Wie schön, dass Navi da FaZe noch ein bisschen ein kleines Geschenk dagelassen hat am... bei der Rampe, dass sie da Mitte unten noch einen Sticker hingemacht haben von sich. Oder ein Graffiti. Bisschen dran erinnern, wen die Map gerade hier gehört. Edward hat aber auch eine AK jetzt mit dabei. Und eine AK für die CTs. Kann schon mal einen Unterschied machen, ob du einen Headshot oder zwei brauchst. Vor allem auf diesem absoluten Top-Niveau. Electronic. Oh. Oh, und Timing. Dann Edward auch noch. Also Electronic in den Apartments, Edward Banane, Flamey Mitte und das 5 gegen 2. Es wird verdammt schwer für FaZe da wieder rauszukommen. Es ist die, ja, eine der 9 Map-Points für Navi. Und das im 2-on-4 jetzt, dank Kerrigan. Der hat nochmal richtig Lust bekommen, aber Simple aimt ihn ab. Und jetzt ist Rain allein. Die wussten schon, wo er ist. Simple geht da einfach hin und holt ihn sich. Easy peasy für Navi. So könnte man meinen. Aber das sah auf Overpass noch ganz anders aus. Ja, das sieht man einfach an den
Top-Teams, dass sie da sich mental einfach resetten können und dann eben genauso gut das Ganze umdrehen können auf der nächsten Map. Genau, das hat Navi hier einfach auch gezeigt. Ja, und da gibt es eine dicke Umarmung für Simple. Die hat er sich auch verdient nach dieser Glanzleistung. Vor allem nach diesem Klatsch. Ja. Also, sick. Ich bin super, super, super gespannt auf diese dritte Map. Ja, wer hat jetzt deiner Meinung nach auf Mirage mental die Nase vorne? Also mental ist es, glaube ich, bei dem Kaliber jetzt mittlerweile wirklich egal. Ja. Also, dass da keiner wirklich einen Vorteil hat, würde ich nicht so sehen. Ich glaube aber dennoch, dass FaZe auf jeden Fall da die Nase vorne hat. Einfach spielerisch und taktisch sind sie da ja erfahrener. Vor allem Kerrigan spielt die Map schon seit Jahren als In-Game-Leader und hat da immer Erfolg drauf gehabt, hat alle Mittel der Welt jetzt mit seinem Team da jetzt ordentlich die Map noch zu Ende zu spielen. Ja, dann werden wir mal einfach warten, bis es anfängt, denn jetzt wird es einfach spannend. Der Gewinner geht natürlich weiter in die Playoffs. Der Verlierer ist nicht raus. Das ist schön, ja, dass wir auch die beiden Teams weiter im Turnier haben werden. Und ich meine, Inferno war eine Navi-Show. Bin mir aber nicht sicher, ob Edward auf Mirage auch nochmal so reinlegen kann, wie gerade. Ja,